Hallo Leute, ich hoffe, dass es bei dir alles in Ordnung ist. Ich heiße Zahra El-Mamouri, ich bin 19 Jahre alt und komme aus dem Irak. Ich war eine Schülerin an der Englisch-Tanz-Schule und jetzt studiere ich Architektur an der GJU. Ich finde Architektur sehr schön und interessant, aber auch sehr, sehr schwierig. Ich lerne viele Stunden am Tag und schlafe nie oder manchmal maximal 3 bis 4 Stunden. Ich gehe oft in die Bibliothek, weil ich viele Projekte zu bearbeiten habe. Leider sind die Professoren an meiner Universität sehr streng. Ich liebe Musik auch sehr. Ich kann nicht ohne Musik lernen. Ich höre immer arabische und englische Musik, aber leider nicht so oft deutsche Musik. Ich höre Musik, wenn ich lerne, koche und fahre. Ich fahre auch gerne mit lauter Musik und guten Freunden durch die Straßen von Amman. Ich liebe es sehr zu kochen. Es ist für mich ein wichtiges Hobby. Ich liebe es, wenn ich Burger, Spaghetti und Pizza koche. Meine Freunde sagen, dass mein Essen sehr, sehr lecker und professionell ist. Trotzdem kann ich kein ungesundes Essen essen und ich kann nur gesundes Essen wie Hühnchen, Fleisch und Gemüse essen. Ich muss das tun, weil ich auf Diät bin. Ich schaue auch gerne Serien und Filme, aber leider kann ich das aufgrund der Universitäts- und Online-Vorlesungen nicht immer tun. Komödie und Romantik sind meine Lieblingsgenres. Meine Lieblingsserie ist Peaky Blinders auf Netflix. Die sehe ich, wenn ich frei bin und nachts nichts zu tun habe. Zuletzt muss ich erwähnen, dass ich Mode und Kleidung wirklich liebe und es mir wirklich Spaß macht, mein Geld dafür auszugeben, aber mit Corona habe ich aufgehört, im Einkaufszentrum einzukaufen und angefangen, online in Geschäften wie Shein, Modenisa und Yoli Chic einzukaufen. Ich denke, das war ein guter Überblick über mein heutiges Leben und ich hoffe, Sie wissen, wer Zahra jetzt ist. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Tschüss!